Politpodium. Brisant, kontrovers, fair. Hate Speech ist besonders in den sozialen Medien heutzutage ein Thema. Sei es auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo immer, findet man beleidigende Kommentare und Hassrede. Warum ist das so? Was hat das für einen Einfluss auf die betroffenen Leute? Und was können wir dagegen machen? Genau über diese Themen würden wir gerne mit unseren drei Gästen hier reden. Wir haben einerseits den Angelo Casside, er ist Präsident des kantonalen Jugendparlaments. Ich wechsle heute das Mikrofon, merci vielmals. Genau, und er wird auch häufig mit Hassrede, Hate Speech konfrontiert. Weiter haben wir Merita Schabane, sie ist in der Redaktion von Baba News, ist eine Online-Plattform für die, die sie nicht kennen, sollte man kennen, meiner Meinung nach. Und sie bietet auch verschiedene Workshops zum Thema Hate Speech an. Außerdem haben wir hier Judith Bühler, sie forscht an der ZHAW zum Thema Hate Speech und hat den Verein JAS gegründet. Dazu später noch mehr. Im Verlauf dieses Abends werden wir auch ein Interview haben mit Albert Schala, der beim SRF arbeitet und bei SRF Community sich mit der sogenannten Netiquette auseinandersetzen. Auch dazu später mehr. Warum so wütend? Was ist Hate Speech? Wieso gibt es es so häufig? Was können wir dagegen machen? Das ist das Politpodium von UND Generationen-Tandem. An Technik haben wir den Irschi Leva, den Adrian Stojan und Samuel Müller. Und an dem Mikrofon sind Rebecca Flottmann und ich, Amina Rocci. Voilà, nach dieser langen, schönen Rede würde ich sagen, wir fangen direkt an mit einer ziemlich einfachen Einstiegsfrage, hoffe ich mal. Wie und wann begegnet dir Hate Speech im Alltag? Sei es der persönliche Alltag, mal am Abend irgendwie auf Insta unterwegs, auf dem Zug zum Beispiel, oder auch beim Arbeiten? Und wenn ich jetzt so direkt anfangen darf, Merita, wie wirst du mit dem konfrontiert? Oder wenn überhaupt, wirst du es? Hey, ja. Die kurze Antwort ist ja. Ich glaube, so unter anderem gibt es auch Baba News, weil so viel Hate Speech rum ist bei uns in der Gesellschaft. Und genau wie du es vorhin angetönt hast, also, wir machen konkret Workshops zum Thema Stop Hate Speech, wo wir wirklich mit den Schülerinnen und Schülern anschauen, was ist das überhaupt, wen betrifft das. Wir schauen vor allem auch so ein bisschen den versteckten Hate Speech an, also nicht so das Offensichtliche, wo man könnte meinen, so, das ist klar Hate Speech, sondern wirklich so das Versteckte, zum echt die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren auf die Themen. Genau, also ohne dass wir irgendwie sagen, so, hey, du darfst jetzt irgendwie das Wort nicht brauchen oder so und so, darfst nicht reden, sondern wir schauen an, wen betrifft es, wen meint man eigentlich, wenn man so redet, was kann das bewirken und möchten wir das? Also die Frage ist immer so ein bisschen, möchte ich das? Möchte ich irgendwie so eine ganze Gruppe von Menschen diffamieren, verletzen, verunglimpfen oder möchte ich es nicht? Also das ist wie so die Entscheidung eigentlich immer bei einem selber ist, was man eigentlich rauslässt. Ja, absolut. Also du machst auf eine ganz wichtige Unterscheidung, tust du hinweisen. Also Hate Speech richtet sich generell an Gruppen von Menschen, nicht an Einzelindividuen. Wenn ich jemanden beleidigen, was sie bestenfalls wirklich nicht machen, dann ist das nicht automatisch Hate Speech. Es geht wirklich um Gruppen. Und eine weitere Unterscheidung, die du auch noch angetönt hast, versteckte und offensichtliche Hate Speech. Was wäre für dich in dem Sinn versteckte Hate Speech? Oder wo man es so ein bisschen weniger merkt in dem Sinn? Hey, versteckte Hate Speech kann zum Beispiel mit einem Kompliment daherkommen. Hey, Amina, wow, du kannst so gut Deutsch. Hey, merci. Oder so. Von wo kannst du so gut Deutsch haben? Also ist jetzt ernst gemeint? So könnte so ein Gespräch ablaufen. Also es ist wirklich so, man meint so, das ist ein mega Kompliment. Und auch wenn man ein bisschen weiter schaut oder eben wie, wem sagt man das, dann kann man schon schnell mal eben so herausfinden, dass das nicht jedes Kompliment nett oder aber eigentlich wirklich ein Kompliment ist. Ja, absolut. Sehr ein spannendes Thema. Vielleicht, Angel, kannst du gerade da so noch einen Input geben? Vielleicht irgendwo durch auch noch, ich glaube, wir beide sind noch ein bisschen näher am Schüler, Schülerin sein, sozusagen, oder alle hier im Raum ungefähr. Wie würdest du das so ein bisschen beschreiben in dem Sinne? Also versteckte oder eben weniger versteckte Hate Speech oder Hate Speech generell. Von wo kennst du das? Kennst du das aus dem Schulalltag? Hast du allenfalls auch schon so Sensibilisierungs- Aktivitäten dürfen machen in der Schule?
Also ich habe noch keine Sensibilisierungsaktivitäten dürfen machen, aber von wo, dass ich zum Beispiel Hate Speech kenne, ich bin Thuner, als Thun kennt man mich mittlerweile als Stadtratskandidat, also ehemaliger, und da werde ich auf offener Straße, also wirklich bodenlos beleidigt und auch gäng wieder blöd angemacht. Und mir ist einfach wichtig, was ich so merke, was nicht gut ist, ist, entweder bin ich der Schwarz, der Fett oder der SVPler. Und das sind so Sachen, ja, das ist auch sehr verletzend. Und was ich aber muss differenzieren, in den sozialen Medien, wo ich auch sehr aktiv bin, kommt das auch gäng wieder. Also ich kann machen, was ich will, werde kritisiert von einigen politischen Ausrichtungen. Aber ja, das ist halt einfach so. Aber ich finde es gäng besser, wenn man Courage hat und mir das ins Gesicht sagt. Und das macht mir auch weniger aus. Merci. Ja, also, merci dir. Das finde ich auch absolut einverstanden. In echt ist es definitiv etwas anderes als auf den sozialen Medien. Von sozialen Medien sind wir alle aber ziemlich so ein bisschen, ja, fast das Gefühl, Versuchskaninchen. Und von dem her, soziale Medien spielen da ein riesiges Thema. Also tut sich das zum Beispiel drinnen äußern, dass du einen Kommentar bekommst, achtest dementsprechend auch, was für Captions dass du brauchst. Das sind so die kleinen Bildungertitel für die, die es nicht wissen. Genau, achtest da auch darauf, dass du bewusst dieser Hate Speech kannst aus dem Weg gehen kannst. Oder weisst so, hey, es passiert auch eh, lassen wir es einfach ganz. Also ich habe im Jahr 2021 mal so ein bisschen angefangen, bei meinen Posts Kommentarfunktion zu deaktivieren. Aber dann, was gäng mehr geworden, habe ich mir einfach so gedacht, fuck off. Also es kommt sowieso, also ich kann machen, was ich will. Ich habe für das Stimmrechtsalter 16 etwas aufgenommen, was dafür ist. Und bin dann gleich wieder kritisiert worden, oh nein, ein schwarzer SVP. Also eben, man kann machen, was man will. Und langsam, ja, ist mir eigentlich egal, was sie sagen. Ja. Absolut. Also das ist schon ein ganz spannendes Thema, wie man entgegenwirkt. Jemand, der entgegenwirkt, ist Judith, zum Beispiel mit dem JAS, mit dem Verein. Judith, kannst du uns kurz sagen, was der Verein macht und warum das da gegründet wurde? Also der Verein, Entschuldigung, der Verein ist irgendwie im 15. gegründet worden. Im 15. haben wir eine ganz grosse humanitäre Katastrophe auch in der Schweiz erlebt. Jetzt sehen wir sie in der Schweiz nicht mehr. Sie passiert immer noch. Und zwar sind ganz viele Menschen in die Schweiz geflüchtet und es hat eine Welle von der Solidarität gegeben und eine Welle vom Hass. Eine Welle vom Hass wegen einer Religionszugehörigkeit, eine Welle vom Hass wegen einem Ort, wo die Menschen leben. Und wir haben eigentlich so ein bisschen soziale Arbeit studiert an der ZHW. Also ich arbeite jetzt an der Schule, die ich selber studiert habe. Und wir haben eigentlich wie Vorurteile abbauen. Weil das ist das, was du vorher auch angesprochen hast, wenn man von der versteckten Hate Speech redet. Das sind abwertende Vorurteile in den Köpfen, die man zum Teil gar nicht wirklich wahrnehmen kann und es einfach redet. Wir haben Vorurteile abbauen und haben gefunden, ja, wir machen das nach Schulbuch. Das haben wir ja gelernt in der Schule. Man lernt auch sinnvolle Sachen in der Schule. Und haben das mit Informationen gemacht zu Gruppen von Menschen. Zu Menschen, zu Geschichten von Menschen. Und wir haben es mit Begegnung gemacht. Also Menschen, wo man den Kontakt direkt dazu hat, die sind meistens nicht das Problem. Das sind dann die Ausnahmeerscheinungen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und innerhalb von einem Jahr sind wir selber Ziel von Hass geworden. Ja, das ist unglaublich. Also man geht gegen Hass vor und kassiert in dem Sinne Hass. Ich wollte genauer fragen, was für Formen von Hass beziehungsweise was für Geschichten, dass er da auch integriert hat. Also der Angel hat angetönt, er wird beleidigt wegen seiner Hautfarbe, was wieder ein Kollektiv ist, wegen seiner Parteiangehörigkeit, wegen was auch immer. Was für Geschichten habt ihr euch da so ein bisschen in das Schema einbauen? Also seid ihr da, habt ihr konkret Gruppen gewählt oder habt ihr gewusst, hey, da können wir gut ansetzen? Weil irgendwo scheint es ja fast unmöglich, gegen alle Formen vorzugehen. Oder habt ihr da so ein bisschen so eine universale Herangehensweise gehabt? Also es ist so ein Stück für Stück passiert, dass wir sind zuerst mal hingegangen wirklich mit der Geschichte von den vielen geflüchteten Menschen, mit der Muslimfeindlichkeit. Also es kann nicht sein, dass am HB Zürich eine sichtbar gläubige Frau, weil sie das Kopftuch trägt, angespuckt wird. Das kann einfach nicht sein. Das ist nicht meine Schweiz, wo ich drin möchte leben. Und haben dann von da an dieses Jahr Navi angefangen, verschiedene Themen aufzurollen. Und zwar grundsätzlich ist es Dominanzkulturproblem, wo Gruppen ausgeschlossen werden. Und wir haben dann, also so ein bisschen in den Hochzeiten, kann ich fast sagen, wo wir sehr viele Veranstaltungen gemacht haben, haben wir sogenannte Living Libraries gemacht, wo wir immer unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gruppen als lebendige Bücher dabei hatten. Und dann ist da
beispielsweise eine muslimische Frau gewesen, das Buch, und nachher war eine katholische Ordensschwester dabei gewesen. Dann haben wir einen rechten Politiker dabei gehabt und nachher eine Transfrau. Also wo dann wirklich unsere Besucherinnen haben können von Person zu Person gehen, Fragen stellen. Es ist klar definiert worden, was nicht beantwortet wird. Und so mit den Menschen in Kontakt kommen, um die Vorurteile, die ganz viel internalisiert sind und nicht bewusst sind, abbauen. Super cool. Also ich wünschte, meine Schule hätte mich gekannt. Die haben mir genau so einen Tag gewünscht. Das haben wir nie gehabt, leider. Andere Sachen haben wir dafür gleich noch erlebt. Jetzt nimmt es aber noch Wunder, nach diesen drei super Inputs, merci vielmals, was ihr zu diesem ganzen Thema zu sagen habt. Oder noch nicht? Ah, Rebecca hat kein Mikrofon. Ich haue dein Mikrofon. Genau, sorry, Angel. Genau, also wir haben euch gefragt, eben wie, auf deiner Seite, wie häufig begegnet euch Hate Speech im Alltag? Und die Skala ist von 1 nie bis 5 sehr häufig gewesen. Und wir sind da bei 3,9 gelandet. Das heisst, es entspricht eben etwa den Umfragen, wo wir gefunden haben, von, nicht unbedingt von der Schweiz, aber von anderen Ländern, dass eben ein grosser Teil regelmäßig oder häufig Hate Speech begegnet. Die zweite Frage war, wie häufig hast du schon mal etwas nicht gepostet oder anders gepostet aus Angst vor Hate Speech? Und da sind wir bei 2.4 von diesen 5 Punkten. Genau, also ein paar unter euch haben tatsächlich schon mal euch anders überlegt. Genau. Also, sehr spannender Input. Überrascht mich jetzt aber nicht gross. Ich bin, glaube ich, selber Opfer von so sozialen Medien und so, würde ich mal sagen. Und von dem her, die sozialen Medien würde ich gerne gleich nochmal hier am Tisch behalten, weil es macht definitiv einen Unterschied, ob man jetzt zu unserer Generation gehört, in dem Sinn, sage ich jetzt mal, unsere Generation, also etwa 90% der Leute, die hier hocken, oder zu der älteren Generation, die vielleicht die sozialen Medien noch gar nicht so kennt hat. Vielleicht hat es dann noch nicht mal richtig gegeben. Also ich rede von Instagram, Twitter etc. Und von dem her würde ich mich fragen, wie kann man das jetzt einordnen? Gibt es dann gleich noch viel Hate Speech auch unter älteren Leuten, die jetzt vielleicht weniger mit sozialen Medien in Kontakt sind? Oder ist es einfach so, Kontakt mit sozialen Medien gleich mehr Kontakt mit Hate Speech? Vielleicht, Angel, du bist der jüngste Runde. Viele Fragen dich als erstes. Also, ich verstehe nicht die Frage richtig, ob es bei älteren Leuten gerade so viel Hate Speech gibt. Ja, also ob man könnte sagen, dass es dort gleich auch noch genug gibt in dem Sinne. Oder ob es einfach heisst, ja, vor allem soziale Medien, das ist es. Dort findet Hate Speech am meisten statt. Also definitiv, das haben wir schon mal besprochen. Oder? Also, es sind vielfach die älteren Leute, die so überrascht sind, dass sie Berndeutsch reden. Oder? Und wenn man mir das dann so überbringen muss, nehme ich das auch als Hate Speech auf. Auf jeden Fall. Ja, im Umgang mit älteren Menschen, die ich ja täglich habe, als Fachmann Gesundheit, merke ich also sehr fest, dass halt dort auch gelästert wird, also intensiv. Und das ist für mich auch so ein bisschen fast so schlimm. Also das ist für mich so ein Busstelefon, sage ich gerne, oder? Das ist gerade so wie ein Medium. Ja, absolut. Sehe ich. Also eben, habe ich mir noch fast gedacht. Genau. Merita, du hast auch definitiv viel Kontakt zu sozialen Medien. Wie siehst du das? Hey, ich muss da glaube ich ein bisschen spoilern. Also Hate Speech gibt es eigentlich nicht nur in den sozialen Medien. Also Hate Speech gibt es überall dort, wo es sich Menschen gibt und irgendeine Art Kommunikation sprachlich gesehen. Also es ist wirklich, es hat eigentlich nichts nur irgendwie mit den sozialen Medien zu tun, sondern wirklich, es geht echt immer darum, dass, Bevölkerungsgruppen angegriffen wird, bewusst oder unbewusst. Und das kann auch ganz gut offline passieren. Also es muss wirklich nicht irgendwie in den sozialen Medien stattfinden, obwohl natürlich dort die Leute wahrscheinlich viel ungehemmter sich näher austoben und irgendwie wahrscheinlich die wenigsten, die sie irgendwie schreiben, würden das dann wirklich face-to-face sagen. Da muss man auch schon ein bisschen, aber eigentlich Hate Speech gibt es dort, wo es Leute gibt. Ja, absolut, definitiv. Ich weiss nicht, Judith, vielleicht kannst du da noch schnell anknüpfen im Sinne von, auf welche Alterskategorien seid ihr zugegangen und auf welche Plattformen? Also seid ihr zum Beispiel in ein Alterspflegeheim gegangen, so, ah, hier findet Hate Speech statt, oder habt ihr einfach mal Instagram aufgetaucht und gesagt, so, jetzt mal filtern? Also wir haben im 17. Jahr einen Bericht dazu gemacht, das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Und dort haben wir, also ist YouTube
an vorderster Stelle gestanden. Und das war schon auch noch spannend, wenn wir uns dann mit sehr jungen Menschen unterhalten haben, haben die zu mir gesagt, hey Judith, chill's mal, das sehe ich jeden Tag. Und ich habe gefunden, ja, okay, aber vielleicht ist es trotzdem nicht gut. Und was ich aber schon, also was ich wichtig finde, ist, Hate Speech gibt es schon ewig lang, genauso wie es Fake News schon ewig lang gibt. Es ist aber durch das Mitmach-Internet und die Verbreitungsmöglichkeit durch das Mitmach-Internet haben wir ein grösseres Problem. Und die Frage, ja, eher ältere, eher jüngere Menschen, ich habe mich im Vorgespräch auch so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass man sagt, ja, die jungen Menschen sollen jetzt richten, was die älteren Menschen auch vergamed haben. Und da gehöre ich dazu. Also ich bin über 40, was vergamed haben. Und es ist wirklich so, dass wo wir unsere Umfrage gemacht haben, Facebook hat gesagt, über 30, der typische Hate-Speecher ist weiss, männlich, über 30 und in unserer Umfrage weiss, männlich, über 50. Wow, das ist ja mal Resultat. Und das ist auch ein ganz spannender Aspekt, den du erwähnt hast, von wegen YouTube. Und hey, das sehe ich doch jeden Tag, ist doch die Meinung von jemandem, könnte man meinen. Und von dem her die ganze Geschichte Meinungsäußerung. Also irgendwo durch, ja, ich sage meine Meinung, ich finde es wichtig, dass ich die Meinungsfreiheit habe, aber was mache ich damit und in welcher Form gebe ich dann meine Meinung nachher bekannt? In diesem Sinne würde ich auch schon gerne die zweite Publikumsbeteiligung lancieren. Und zwar eben die heikle Abgrenzung zwischen was ist noch Meinungsfreiheit und auch noch Schutz von dieser Meinungsfreiheit und was ist es nicht mehr. Ihr wisst schon ungefähr, wie es läuft mit dem Menti. Hier seht ihr allenfalls auch noch den Code nochmal und da vorne der QR-Code. Und ihr habt hier verschiedene Statements. Und zwar Statement Nummer 1, Meinungsfreiheitsäußerung oder Meinungsäußerungsfreiheit, voilà, steht über allem. Die zweite Statement, die Bestrafung von Hate Speech, wäre eine Einschränkung von Meinungsäußerungsfreiheit. Und zu guter Letzt, geh halt nicht mehr auf die sozialen Medien, dann bekommst du schon nichts mit von Hate Speech. So, aus den Augen, aus dem Sinn. Was meint ihr dazu? Lass euch gut heute ein bisschen Zeit zum Abstimmen. Voilà, also während der Abstimmung in dem Sinn, ich fange gleich schon das nächste Thema noch an. Wir kommen dann definitiv noch auf das Resultat zurück von dem Thema, wo ihr jetzt darüber abstimmt. Weiter im Text, und zwar der Begriff Hate Speech, der bedeutet auf Deutsch wirklich Hassrede, ihr könnt das wirklich mündlich übersetzen, wörtlich. Und der ist in Amerika sehr geprägt worden, unter anderem wegen der afroamerikanischen Kultur, aber auch noch vielen weiteren Kulturen, die sehr viel Hass erfahren haben aufgrund von ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, optischen etc. Wie würdet ihr Hate Speech definieren oder beschreiben? Beziehungsweise, wenn man jetzt einfach sagt, das ist Hassrede, was geht da alles drunter? Judith, vielleicht willst du da anknüpfen. Also, was recht schwierig ist, es gibt keine einheitliche Begriffsdefinition. Und das eine ist irgendwie, dass man sagt, es geht um Hass gegenüber Gruppenzugehörigkeit, also gegen eine Gruppe von Menschen, vermutete Gruppenzugehörigkeit oder effektive Zugehörigkeit. Das ist so eine Definition, die sich ein bisschen, die ist ein bisschen präsent. Zeitlich gibt es aber auch Definitionen, wo auch also wirklich individuell Cybermobbing darunter geht. Und das Schlimmste, was dann aus Hate Speech resultieren kann, ist das Hate Crime, also das Verbrechen wegen Hass gegen eine Gruppe von Menschen. Okay, also, dann haben wir hier schon mal den grossen Begriff Hass. Vielleicht kann ich da noch eine Anschlussfrage stellen. Hass ist ein Riesenthema und ich denke, man kennt es halt schon von klein auf. Man hört immer wieder, ah, ich hasse dies, ich hasse das. Und bei Hate Speech geht es ja eigentlich im Prinzip einfach um Wörter, die aneinander gereilt werden. Wo ist denn eigentlich das Problem? Weil irgendwo durch, man kann sich sagen, okay, ein Mensch hat ein Konzept von dem und dem, glaubt das und das aus einem Glaubenssatz, wird wirklich so ein fester Glaubenssatz. Und im Prinzip ist ja, wie du, Merita, auch gesagt hast, es ist ja eigentlich einfach Kommunikation zwischen Menschen. Und die findet ja die ganze Zeit statt. Also wo ist das Problem und ab wann gibt es denn ein Problem? Bis an irgendein Wort. Also grundsätzlich ist das Problem dann da, wenn ein Mensch abgewertet wird. Und das ist, ich weiß nicht, welcher Artikel von der Bundesverfassung dass das verletzt und die Menschenrechtskonventionen verletzt. Und zwar geht es um die Würde des Menschen, die verletzt wird. Und wir sehen in der Geschichte, dass Hate Speech, also Abwertung von Menschen, zu ganz schlimmen Sachen geführt hat. Also Menschen sind entmenschlicht und vernichtet worden.
Und darum ist es so wichtig, also wir haben einen Unterschied zwischen Amerika und Europa. Also Amerika hat die freie Meinung, die USA hat die freie Meinungsäußerung als zweiten Zusatzartikel in der Verfassung. Und bei uns in der Bundesverfassung kommt es irgendwie nach auf 16. Artikel, also in der Gewichtung. Also die Würde des Menschen ist bei uns in Europa aufgrund von der ganz schlimmen Geschichte, die wir haben, viel höher gewichtet. Das ist mega spannend. Merci vielmals. Schreibt euch das alle hinter die Ohren. Merci. Sonst schaut ihr es dann nochmal nach. Genau, das ist auch ein ganz spannendes Thema, dass es eben so einen Unterschied macht, jetzt eben schon nur von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, von Gemeinde zu Gemeinde, würde ich auch schon sagen. Und nachher halt auch noch von Plattform zu Plattform. Also zum Beispiel, Merita, auf welche Art und Weise tut ihr diesen Herausforderungen begegnen, die eben Hate Speech mit sich bringt, jetzt vor allem im Zusammenhang mit sozialen Medien? Mhm. Genau, also eben Hate Speech, es kann sich auch so ausdrücken, zum Beispiel in Artikeln, in Titeln von Medien. Und das habe ich schon vorhin so ein bisschen angetönt, also Baba News gibt es eigentlich, weil genau die Schweizer Medienlandschaft in den letzten, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahren, echt wahnsinnig gut drin ist, echt zu hetzen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und da eigentlich weg der Medien ist auch, sind ganz, ganz viele Bilder, Stereotypen, Vorurteile verfestigt worden oder vielleicht sogar neu kreiert worden. Also aber Sprache ganz grundsätzlich macht ganz, ganz viel mit uns. Also es ist nicht einfach, ja, einfach, ich sage jetzt einfach irgendetwas, sondern eben die Art und Weise, wie man redet, wer wird angesprochen, wer nicht. Darum wird ja auch die ganze Gendersprache, also warum sollte man irgendwie Leute inkludieren, laut, und das ist ja nicht seit erst jetzt laut. Also die Leute sind ja, also das wird ja schon lang, lang gefordert. Aber einfach weil, zum Beispiel einfach wegen dem Argument, dass wenn du etwas nicht siehst, kannst du so nicht werden. Also das, wenn du, nur wo du sagst, hey, wenn ich jetzt Arzt sage, meine ich jetzt alle Ärztinnen mit. Aber wenn du das halt nie hörst, kannst du noch lange sagen, hey, ich meine die alle mit. Also es ist ja schon, Sprache macht eben wirklich sehr, sehr viel mit uns. Ja. Und vielleicht noch schnell wegen deiner Frage, wie wir das, also wir versuchen uns einfach wirklich weiterzubilden. Also so simpel, dass es klingt, aber eigentlich wirklich, man kann natürlich nicht immer irgendwie alles perfekt machen, sagen oder irgendwie einordnen. Aber man kann sehr wohl sich mit diesen Themen beschäftigen und vor allem je nach Themenfeld, wo man ist, sich darauf sensibilisieren und eben vielleicht wirklich sich weiterbilden. Und was wir zum Beispiel auch mit unseren Kommentarspalten, also da sind wir rigoros. Also alles, was irgendwie Hate Speech kann sein, was beleidigend ist, wir löschen das einfach, die Leute werden blockiert, es ist uns wirklich egal. Also es ist wirklich so, dass man da auch zum Beispiel wirklich die Kommentarspalten muss moderieren. Das ist zum Beispiel ein Teil von dem. Ja, voll. Merci vielmals. Da werden wir dann auch noch im Interview später noch darauf zurückkommen, wegen Kommentar löschen oder Kommentar lassen stehen. Genau, also das ist auch mega, mega spannend. Ich habe mich auch noch gefragt, im Parteialltag zum Beispiel oder sei es auch im Jugendparlament etc., Angel, bei dir, wo siehst du nachher die Grenzen der ganzen Meinungsfreiheitsäußerung? Das ist auch noch, oder Meinungsäußerungsfreiheit, wie auch immer. Das ist ja ein mega, mega wichtiges Thema, wenn es darum geht. Und klar, man hockt vielleicht in einem Raum von 10, 20 Leuten, die sich alle in die gleiche Richtung positionieren, aber es haben gleich nicht alle die gleiche Meinung. Also bis woher kannst du zum Beispiel etwas sagen, wo jemand anderes nachher eben nicht als Hate Speech wird aufgreifen oder umgekehrt? Also wo sind da bei dir die Grenzen sozusagen? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Gleichgesinnten unterwegs bin. Zum Beispiel, also, ja. Es kommt dort ganz darauf an, je nachdem, man muss auch ein bisschen lernen, wo dass man wie reden. Und ich bin allgemein eine Person, die sehr dafür ist, dass man einem Gegenüber so überkommt, wie man es will. Dass es, also weißt du, der Respekt gegenseitig. Und von dem her, ich sehe da jetzt nicht viel ein Problem. Aber du hast vorhin noch wegen dem Jugendparlament und Partei beides gesagt. Und jetzt komme ich auch mal auf die sozialen Medien zurück. Und dort ist vielfach einfach das Problem, wenn jemand zum Beispiel einen Post von SVP Thun mit Hate Speech kommentiert, dann kommen halt nachher ein paar Leute, die SVP-Sympathisanten sind, die dann dort mit Hate Speech wieder die antworten. Und dann muss man eher probieren, so ein bisschen das zu stoppen. Oder? Und dann tut man halt die Kommentarfunktion deaktivieren.
Ja, also ganz akut einfach die Kommentarfunktion per se deaktivieren. Oder ist es mehr so ein Kommentar löschen und ah, wir gehen jetzt gegen das, wo Hate Speech verbreitet? Also in welcher Form geht ihr dagegen an? Oder gehst du dagegen an, auch als Person? Also ich habe es jetzt noch nie müssen löschen, aber es ist einfach, also ich tue diesen Personen auch privat schreiben, oder? Also das ist für mich als SVPler Alltag, dass ich da Hate Speech bekomme und wenn ich Zeit finde, mal, dann tue ich zurückschreiben. Sonst, also einfach voll mit Respekt und so, wie ich so erwarte. Aber sonst tue ich es einfach entweder löschen, weil es zu viel näher so zu viel Anfragen heisst auf Instagram oder ja, löschen meistens. Ja, okay. Also von mir bekommst du nie so eine Anfrage. So, in Klammern. Genau. Was mich jetzt auch noch wundern würde, ist, was Meinungsäußerungsfreiheit in euren Augen denn ist und wie weit das sie geht. Von dem her, Rebecca wird da für 20 wieder übernehmen. Mhm. Ja, bevor ich auflöse, was da eure Resultate sind, möchte ich kurz noch sagen, dass ihr ab jetzt dann auch könnt Fragen stellen, die man dann gegen Ende vom Podium werdet aufnehmen und auch unsere Gäste stellen. Und es ist eine neue Frage, die ihr jetzt seht. Und das ist, was ist eurer Meinung nach überzeugende Massnahmen gegen Hate Speech? Also während der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten so, könnt ihr euch kurz Zeit nehmen, um das zu beantworten. Aber jetzt zu der Meinungsäußerungsfreiheit und wie ihr das einschätzt. Das erste Statement war, das ihr zustimmen oder nicht, ist, Meinungsäußerungsfreiheit steht über allem. Da sind wir bei einem 3. Also eben, wie gesagt, zwischen 1 und 5 sind wir bei einem 3, relativ klein über der Mitte. Das zweite ist, die Bestrafung von Hate Speech wäre eine Einschränkung von der Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist tiefer, bei 2.2, wie ihr seht. Ich glaube, es ist immer noch so. Und dann das letzte, das Statement, das, glaube ich, Judith Bühler sogar schon mal selber gehört hat, geh halt nicht auf die sozialen Medien, dann erfährst du auch keine Hate Speech, ist sehr tief bei 1.6, sehr spannend. Und ich möchte gerade schnell bei dem Thema bleiben, von dem Statement eben. Viele Menschen sind von Hate Speech betroffen, aber viele Menschen können sich gar nicht in dem Sinn vorstellen, wie das ist und so. Was ich auch fragen wollte im Zusammenhang mit dem, gerade, wieso ist es nicht die Lösung in dem Sinn, dass man einfach die sozialen Medien, seine Profile löscht? Wieso ist das nicht die Lösung? Judith, vielleicht. Also wir haben es jetzt schon so, dass der Hass von einer kleinen Minderheit auf den sozialen Medien oder auch im Internet verbreitet wird. Also man kann eine Rechnung machen, das ist auch so 17, 18, dass 80-90% der Menschen im Internet überhaupt kein Content produzieren, sondern dass nur 10-20% sind. Und von denen sind es 3%. Das heisst, 0,03% von der gesamten Internetnutzenden verbreitet sehr viele Hass. Wenn jetzt mehr Leute schweigen und mehr Leute keinen Hass verbreiten, dann verschiebt sich das Verhältnis noch krasser. Und ich glaube, das ist alles gesagt. Mhm. Merci vielmals. Ja, viele Leute sind von Hate Speech betroffen und Leute, die nicht von Hate Speech betroffen sind, können sich manchmal gar nicht vorstellen, wie das ist. Wenn ihr jetzt mehr müsstet erklären oder jemandem, der vielleicht noch nie Hate Speech erfahren hat, müsstet erklären, was Hate Speech mit einer Person macht, was das für Auswirkungen hat, wie würdet ihr dieser Person das erklären, Angel? Also es kann schon so Auswirkungen haben. Es hat jetzt erst gerade eine Veranstaltung gegeben von einem Dachverband. Und dort hat mir jemand in einem Zürichdeutsch geschrieben, ich freue mich schon, wenn du kommst, dann können wir Linken dich kaputt machen. Und ich bin dort eigentlich wie alle anderen als Unabhängiger hergegangen, was sich für die Jugendinteresse einsetzt. Und dort, also, es hat schon gerade ein bisschen Unsicherheit ausgelöst, weil ich weiss, wie ich gebaut bin. Also ich könnte mich wehren körperlich, aber ich weiss, was ich in meiner politischen Position nicht machen darf. Und von dem her tut es einfach sehr viel Unsicherheit. Und bei vielen, die ich kenne, auch verletzt. Also sie sind auch verletzt, das tut es auslösen. Und es tut auch bis hin zu Suizid Gefühl auslösen. Gibt es da Ergänzungen, Merita vielleicht? Genau, also nebst dem psychologischen oder seelischen Leiden, wo man da von sich tragen kann, ist es, also ich habe es vorhin mit dir schon angeschaut, also
eigentlich vielleicht so, um sich das wirklich vergegenwärtigen, der Zweite Weltkrieg hat original mit Hate Speech angefangen. Also wirklich, dass man da irgendwie Juden, Jüdinnen, Roma sind diese wirklich so fest ja, eigentlich gesagt haben, hey, schau mal, die, was die machen, irgendwie die sind schuld, dass es uns schlecht geht, die verhalten sich so und so. Also, dass man da wirklich eben mit Wort und mit Stereotypen hat angefangen, die Leute so beschrieben. Und das ist ja auch nicht von heute auf morgen gewesen, dass man irgendwie die über 6 Millionen Menschen ermordet hat, sondern das ist ja stetig, hat man plötzlich den Brainwash gemacht. Und das hat dann, also Hate Speech, das hat dann so gemündet, dass da so viele Menschen echt ermordet, also der Genozid hat dann stattgefunden. Also so kann eben Hate Speech sich auch auswirken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz vielen ist das wie nicht bewusst, wo es hat. Man hat so das Gefühl, hey, ich lasse jetzt da etwas raus. Und eben, es kann wie mega fest verletzen und es kann man wie noch jahrelang mitnehmen. Aber eben so das andere ist dass es wirklich so ganz fest extreme Formen kann annehmen, wo man sich, glaube ich, nicht so bewusst ist. Ja. Merci vielmals. Judith? Also, ich glaube, das eine ist, dass viele erleben das selber nicht. Und wenn man das dann wirklich erlebt, also ich habe es als Teenager erlebt, als Mädchen, und man hat versucht, unser Haus anzünden, dreimal. Und das ist das, was das kommt. Man hat zuerst die Rede, die Hassrede, und es kommt dann zu Taten. Jetzt in den letzten Jahren ist es relativ harmlos. Es sind Eier, die irgendwie an die Hausfassade gerührt werden. Es sind Drohungen, das Fürchten zu lernen. Es sind verstochene Autoreifen. Also nicht, meinem Leben ist noch nichts passiert, aber das ist das, was passiert. Und das ist, was ich ganz wichtig finde. Das ist eine Gruppendynamik. Und die Gruppendynamik, die führt dazu, dass Menschen nicht mehr rational reagieren können. Also als Teenager habe ich erlebt, wie ein renommierter Anwalt meiner Mutter auf der Dorfstrasse den Weg abgeschnitten hat mit seinem Auto. Ich bin auf dem Beifahrerinnensitz, Entschuldigung, gesessen. Er hat die Fensterscheibe runtergelassen und hat gesagt, ich bringe dich und deine Familie um. Und das war ein Anwalt. Und das ist nicht rational. Das ist wirklich eine Gruppendynamik und in dieser Gruppendynamik eskaliert es. Und das ist das, was wir im Netz sehen. In der Gruppendynamik eskaliert es. Es gibt Menschen, die Menschen aufsuchen, die sie haten. Und sie konfrontieren mit dem Hass. Und was häufig kommt, ich habe es doch nicht so gemeint. Ja, das wollte ich nicht auslösen. Ich habe auch schon Leute konfrontiert damit und ich habe sie gezwungen, Hass gegen mich wieder aus dem Netz zu nehmen, weil ich sie sonst anzeige. Und dann ist es wirklich, ja, so meine ich das dann aber nicht. Und ich finde, hey, es ist Verleumdung. Das, was jetzt da passiert, das ist Verleumdung. Und ich habe Schwierigkeiten, in meinem Arbeiten einen Job zu finden, beispielsweise. Also, ich habe vorhin noch gerade gesagt, es verletzt mich nicht mehr so, was da passiert mit dem Hate Speech oder was auch immer. Und du hast jetzt gerade vom Eierwerfen an eine Fassade geredet und das wollte ich auch gerade teilen. Also, bei den Stadtratswahlen letzten November, als ich nicht daheim war, hat man bei meinem Vater die Fassade Eier geschossen. Und das hat mich dann schon ein bisschen, also das hat mich hässiger gemacht als die anderen Sachen. Also, das wollte ich jetzt auch mal teilen, weil es halt die Leute sind, die mir am Herzen liegen. Wir haben im Vorfeld eine kleine Umfrage gemacht mit Menschen, die schon mal von Hate Speech betroffen waren oder immer noch sind. Und sie haben erzählt, wie das eben für sie ist, wie sie sich gefühlt hat und so weiter. Und wir haben zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, ich tue es einfach zusammenfassen, ihr könnt sie dann auch lesen. Chris ist Rollstuhlfahrerin. Sie ist kommt nicht darauf an, wo sie gefahren ist. Sie ist im Zug gefahren. Eine Person war im Rollstuhlfahrerinnenabteil und sie hat sie darauf hingewiesen, dass sie dort Platz haben sollte. Und die Person ist auch aufgestanden, aber hat so gemurmelt. Sie hat gehört, wie er gemurmelt hat. Wieso müssen zärtliche Krüppel überhaupt Zug fahren? Und sie hat erzählt, dass sie nachher wie sich gehemmt hat, noch einmal jemanden zu fragen, ob sie in das Rollstuhlabteil gehen darf. Und ist manchmal dann einfach im Gang geblieben, weil sie zu nervös war und die Konfrontation nicht wollte. Das ist das erste Beispiel. Und das zweite ist sehr lang. Ihr könnt es auf unserer Webseite auch noch nachlesen. Aber im Prinzip geht es eigentlich darum, das ist eine
junge Frau, die so in Gaming-Foren und in Gaming-Communities unterwegs ist und sehr viele sexistische Aussagen erlebt hat, sehr aggressiv. Und jedes Mal, wenn sie zum Beispiel etwas die Meinung von ihren Mitspielern etwas falsch gemacht hat, hat man sie Bitch genannt oder eben Weiber sind halt für nichts zu brauchen oder gehen doch zurück in die Küche. Und sie hat zwischendrin auch mal etwas gesagt und die Antwort war halt oft, bist doch nicht so sensibel. Genau. Und sie hat dann, sie war 19 zu dem Zeitpunkt und hat dann einfach gedacht, ja, das ist halt, wie es ist. Aber heute ist sie natürlich nicht mehr in so einer Community. Was sind so eure, das sind jetzt zwei, wir haben noch mehr, eben auf unserer Webseite können also genau lesen. Was sind eure Reaktionen auf solche Erzählungen? Vielleicht Judith Bühler. Also ich meine, da werden Menschen eingeschränkt, weil sie Angst haben. Also das ist, ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, oder? Das ist, das verletzt unsere Demokratie. Fake, also unsere Demokratie. Und es verletzt die Bewegung von Menschen und es geht unter Nötigung. Ja, ich finde es ganz spannend, bei dem eben die Auswirkung auch von Hate Speech auf Demokratie eben. Vielleicht kannst du da noch, du hast vorher schon ein bisschen im Zusammenhang mit dem Krieg und dem Genozid etwas gesagt, vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen. Weißt du den Zusammenhang, Merita, Zusammenhang zwischen Hate Speech und Demokratie? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Demokratie? Hey, ja, ganz viel. Also eben, wenn man so die Frage von Meinungsfreiheit, was ja wirklich mega, mega wichtig ist und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, also Demokratie ist nicht, die ist nicht einfach gegeben. Also es ist nicht einfach etwas, das einfach da ist und das ist irgendwie, die wird nie kaputt gehen. Also man muss schon daran arbeiten, dass die Demokratie aufrecht erhalten bleibt. Und wenn man halt ja, eben Rassismus oder eben beispielsweise Rassismus irgendwie als Meinung verwechselt, dann ist, glaub, einfach, wäre es einfach wirklich gut, wenn wir uns ganz grundsätzlich als Gesellschaft dadurch einfach auch wirklich weiterbilden und vielleicht nicht hängen bleiben an diesen Sätzen, hey, wir haben es schon immer so gemacht und das ist halt schon immer so gewesen. Sondern, also wenn man irgendwie so würde argumentieren, dann, ja, könnte man Kinder in der Schule immer noch schlagen. Also irgendwie so, ja, das haben wir ja vor 50 Jahren so gemacht. Und das ist jetzt einfach so. Also dass man sich wirklich bewusst macht, aber Demokratie ist nicht einfach gegeben, man muss dafür arbeiten und man muss sich wirklich weiterbilden oder eben irgendwie die ganzen, eigentlich so die elementarsten Menschenrechte auch wirklich wahrnehmen und denen Rechnung tragen. Wie siehst du das, Angel? Der Zusammenhang zwischen Hate Speech und die Auswirkung, die es eben auch auf Demokratie kann haben? Also, ich finde, man muss differenzieren, oder? Hate Speech, wir haben jetzt gerade auch noch von Sexismus und dem Ganzen gehabt, und Homophobie und so. Also, das hat ja jetzt keine Auswirkung auf unsere Demokratie, oder? Aber... Was meint ihr? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, ich verurteile das grob. Also ich finde, es sollte nicht darauf ankommen, ob man Mann, Frau oder was auch immer ist, ob man weiss, dunkelhäutig, ja, was für eine Sexualität. Das ist mir eigentlich egal. Aber ja, also es ist sehr schwierig, wenn da das Wort Bitch so viel gebraucht wird. Und viele Leute brauchen das ja mit, im Freundeskreis zum Beispiel auch Frauen zum Beispiel. Oder es ist jetzt Stereotyp oder Homosexuelle. Und das haben sie selber auch schon erlebt. Aber das ist halt so ein kleines Problem, wo das dann auch so weitergeht. Und halt auch mit den ganzen YouTube und dem Ganzen, was man gerne hört, die Wörter, die braucht man das dann auf dem Schussplatz und das zieht sich dann auf. Und in dem Sinn ist es dann schon eine Gefahr für die Demokratie. Weil man halt das einfach so selbstverständlich sieht, die Wörter. Würdest du eine Ergänzung machen? Hey, ja, also genau. Also eigentlich, ich sehe schon sehr stark drin, dass man eben. Dass genau, wenn man solche.
Wenn ich gewisse Wörter oder Handlungen nehme, schlussendlich einfach salonfähig werden, dass unsere Demokratie ganz krass in Gefahr ist. Also, und das tut halt schon, wie ich schon vorhin angetönt habe. Also, weißt, es passiert nicht von heute auf morgen und dann geht man irgendwie auf Leute los, sondern man steigert sich in die Sache hinein. Und dann fängt man vielleicht so an mit oh, irgendwelchen Argumenten. Vielleicht auch genau das Beispiel mit wo Drags die Workshops haben gemacht und wo man dann einfach wirklich so findet, hey, nein, wir können jetzt auf die los. Und da ist ja schon ganz viel Vorarbeit noch geleistet worden, indem eben Hate Speech ist betrieben worden, indem man eigentlich nicht nur, dass dann die Leute das Gefühl haben, mal, wir können diesen Leuten wehtun, sondern wir müssen diesen Leuten wehtun, für dass es unserer Gesellschaft wieder gut geht. Also es ist dann schon so ein Mechanismus, wo sich einfach etablieren, wenn man einfach nichts dagegen sagt. Also ich finde schon, dass das sehr, sehr viel machen kann mit dieser Demokratie. Ich weiß nicht, wie seht ihr es? Also ich würde da gerne etwas dazu sagen. Und wenn sich Menschen nicht mehr frei bewegen können, wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit, dann haben wir ein Problem. Und wir haben das Demokratieproblem. Wenn mir meine eigene Anwältin sagt, dass sie sich nicht äußert, ihre Meinung nicht äußert, weil sie Schiss hat vor dem, was mir passiert, haben wir ein Demokratieproblem. Wer bestimmt den Diskurs? Welche Meinung ist am Schluss noch Meinung, Achtung, welche Meinung, welche Haltung ist am Schluss die, die noch da ist? Wenn wir erleben, dass wir das jetzt in Stefan gehabt, dass ein Gendertag, also der Lehrplan 21, kann wegen Hass ich sage wirklich, es geht um Sexismus, es geht um die Abwertung der Frau, dass sie mitgemeint ist und nicht selber soll erwähnt werden, haben wir eine Einschränkung vom Lehrplan 21. Judith Böhler, du forschst ja auch zu dem Zusammenhang zu Extremismus, Radikalisierung. Wir haben schon ein paar Mal so leicht angesprochen, aber kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, eben zwischen dem Zusammenhang Hate Speech, Radikalisierung, Extremismus? Also, es ist, also was man jetzt wirklich sieht, ist, dass es ist, der Common Sense hat sich verschoben. Also das, was man heute kann und darf sagen und was man liest, das hat man vor 7 Jahren so nicht können. Und das hat eine Auswirkung auf die Rechte, die die Menschen nachher haben. Also das heisst, es geht darum, dass Rechte beschnitten werden. Also es geht zum Beispiel darum, da habe ich so einen Kleber zum Gender-Stern, zum Gender-Stern, dass man will verbieten, und das habe ich jetzt als Verwaltungsangestellte mehrfach erlebt, von verschiedenen Seiten, dass man gendern tut. Das heisst, dass Frauen oder Finta-Personen unsichtbarer gemacht werden. Und das ist wirklich, das ist ein Anfang von einer gewissen nicht gleich, man ist nicht gleichwertig. Und das ist ein Problem, weil es ist wirklich, also wenn man jetzt der Geschichte mit Stefan angeht und jetzt auch was geplant ist in der Stadt Zürich auf den Samstag, da ist ein Angriff geplant auf eine Vorlesestunde von Drag Queens und Kings, bei Kindern ist geplant. Und das ist, das tut Menschen in Angst und Schrecken versetzen und das lässt sie sich zurückziehen aus dem öffentlichen Leben. Ich habe vielleicht, ich weiss, dass es nicht unbedingt um meine Beispiele geht, aber ich habe vielleicht gleich ein Beispiel gegeben, wo den ganzen Abend auch stark inspiriert hat. Das war eine Grossrätin im Kanton Bern. Und die war so fest von Hate Speech betroffen, bedroht worden und so weiter. Und bis ihr hat dazu geführt, dass sie zurückgetreten ist, dass sie keine öffentliche, ich habe mit ihr telefoniert im Zusammenhang mit dem Podium, keinen öffentlichen Auftritt mehr machen will. Und das ist ein Mitglied von LGBTQ, es ist eine Frau. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel, wie eben dann Frauen, und bei ihr ist eben, sie ist lesbisch, ausgeschlossen werden von dem demokratischen Prozess. Das vielleicht einfach als Ergänzung und als Beispiel. Genau, wir haben zwar gesagt, Hate Speech natürlich findet nicht nur auf den sozialen Medien statt, aber es findet viel auf den sozialen Medien statt. Und du hast schon ein bisschen angetönt, zum Teil, Judith Böhler. Yes ist von Hate Speech stark betroffen gewesen. Und ihr habt dort eine Zeit lang so versucht, eine sogenannte Counter-Speech zu machen. Wie hat das genau funktioniert?
Also, ich habe gesagt, ich habe soziale Arbeit studiert und SozialarbeiterInnen sind auch sehr verständnisvoll. Man möchte Menschen nicht ausschliessen, man möchte interagieren mit Menschen und ihnen nicht einfach den Zugang nehmen, weil es hat ja auch dann damit zu tun, dass sie wertvoll sind. Und wir haben mit sehr viel Kampf gegen sich selber, weil das macht einem hässig. Wenn man das sieht, haben wir versucht, mit diesen hatenden Menschen wirklich zu interagieren. Bis wir wirklich Trägerin geworden sind als Organisation von Hass, von gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit. Und wir müssen sagen, okay, jetzt müssen wir die, nicht nur die Spalten zumachen, sondern wir müssen mal ganze Seiten vom Netz nehmen. Ich finde Counterspeech ganz grundsätzlich nicht eine schlechte Sache. Ich finde, man muss sich ganz gut überlegen, wann macht man was. Und sich auch bewusst sein, dass wenn man zu wenig Menschen ist, verlieren kann und dann dem Hass Vorschub leisten, durch das, dass man interagiert im Internet und das vom Algorithmus belohnt wird. Also wenn ich interagiere oder wenn ich Hass teile in meiner kleinen Community, also zum Beispiel einen Link nehme von Facebook auf WhatsApp oder von Insta auf WhatsApp und den verteile und sage, hey, schau, da müssen wir etwas machen, wird das im Algorithmus von Insta dann bereits höher gewichtet und wird mehr verbreitet. Darf ich noch kurz nachfragen, Merita? Sorry. Bei Baba News, haben die auch schon mal in einem, ja, sind auch öfters auf den sozialen Medien mit Hate Speech, ich nehme es jetzt einfach an, konfrontiert. Haben die das auch schon mal gemacht, so Counter Speech oder solche Formen von eben Gegenbewegungen? Und ja, genau. Ich muss sagen, unsere Community ist da sehr, sehr uns wohl gewollt. Also es gibt schon so Themen, wo man aber so. Ja, Hate Speech bekommen, aber eben mit euch wirklich schauen, okay, ist ein sachlicher Kommentar, dient irgendwie einer Diskussion oder eben gar nicht? Also geht es wirklich so in die Richtung, dass es eben wirklich menschenverachtend ist, was auch immer, und dann tun wir sich löschen. Also es ist schon so. Ja, also bis jetzt haben wir wirklich meistens auch wirklich Ruhe gehabt. Mir kommt kein Beispiel in, wo wir dann wirklich mega lang irgendwie mit etwas uns hätten müssen auseinandersetzen. Und sonst, je nachdem, tun wir auch Zeug outcallen. Irgendwie einfach, dass wir es mal aufschalten und so. Ja, einfach dann so finden, hey Leute. Ja, das und das und wir müssen irgendwie darüber reden. Aber ja, natürlich, das tut dann, je nachdem den Algorithmus wirklich pushen. Ja, also es ist sehr, sehr situativ, müssen wir aber da wirklich entscheiden. Und was mich noch interessiert, ich habe in einem Interview, ich glaube, mit dir, Judith Bühler, gelesen, ich bin nicht ganz sicher, manchmal darf man auch einfach sagen, man will den Dialog nicht. Kannst du da vielleicht noch ein paar Ergänzungen machen? Also ich habe das mit mega lernen. Ich habe natürlich das Gefühl gehabt, wirklich, also so mit der ganzen sozialarbeiterischen Hintergrund. Also wenn der mir sagt, du Riesenarschloch, dass ich irgendwie mit dem noch interagieren muss, weil es ist ja. Und ich habe wirklich müssen lernen, dass ich ganz klar muss entscheiden, habe ich die Energie? Oder habe ich die Energie nicht? Lasse ich mich darauf ein oder nicht? Und ich mache das bis heute ganz bewusst. Also ich gehe ganz bewusst mit Menschen in Kontakt, die ganz, ganz eine andere Meinung, ganz, ganz eine andere Einstellung haben wie ich. Und muss mir immer überlegen, habe ich die Ressourcen? Mag ich? Geht das für mich? Und dann interagiere ich. Und das finde ich wirklich ganz wichtige Selbstkompetenzen für euch, die unterwegs sind, immer zu entscheiden, die Entscheidung bewusst zu fällen und nicht einfach wie aus dem, wie sagt man dem so, impulsiv, genau aus dem hohlen Bauch raus. Sondern sagen, okay, ich mag jetzt oder ich mag nicht. Angel, du hast vorher gesagt, manchmal hast du dann auch den Leuten, die da DMs geschrieben haben oder so, geantwortet. Wie war das bei dir? Hast du das denn bewusst zum Beispiel gegenargumentiert oder zum eben das Ausgleichen? Oder was hast du mit diesen Antworten erreichen wollen? Also das hat so eine Geschichte. Also am Anfang habe ich gegen argumentiert oder irgendwie selber eine Provokation geschrieben. Aber momentan, also ich habe da auf dem Handy ein gutes Beispiel, ein Screenshot, ich habe es nicht mehr im Kopf, tue ich meistens auf Schriftdeutsch da schön zurückantworten, vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber sehr respektvoll. Und ja, das hilft meistens, dass ich mich selber blockieren. Eins von der, ich gehe nochmal schnell auf die
Umfragebeispiele, die man gesammelt hat. Eins von Beispielen ist jemand, der erzählt hat, dass er bedroht worden ist. In dem Fall hat er ein politisches Statement gemacht. Er ist sonst eigentlich nicht irgendwie Teil von einer marginalisierten Gruppe, überhaupt nicht ein weisser Mann. Aber er hat dann so eine Drohung bekommen und eine sehr spezifische, so in dieser und dieser Gasse verschlage ich dich dann. Und das war ein Gast, der in der Nähe von der Wohnung war, von dieser Person. Und er hat dann zurückgeschrieben, so, hey, meinst du das ernst? Und das war ein mega junger Mann, fast noch ein Jugendlicher. Und er hat sich dann sofort entschuldigt. Und das ist so, nur als, das ist natürlich oft, ganz oft sicher nicht so, aber da ist ein Beispiel, was nachher halt so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zur Reflexion geführt hat, wo jemand gemerkt hat, hey, da innen dran, da ist eine Person und nicht einfach nur irgendein Profil eben. Genau, vielleicht hast du Ergänzungen zu dem. Ja, also man gibt, also wir haben das BIAS, haben wir das ausprobiert, und zwar gibt es sowieso drei verschiedene NutzerInnenverhalten, also die hassen. Und also man kann sich kategorisieren in Trolls, also wo sich trollig verhalten, und dort geht es um die negative Empörung. Also das sind die wirklich, wenn die irgendetwas machen, dass du dich mega ärgerst. Es geht wirklich nur um den Ärger. Also sprich, ich gehe ins Katzenforum rein und schreibe im Katzenforum, hey, Hunde sind im Fall das Grösste, Hunde sind das Beste. Wenn niemand auf meine Provokation reagiert, dann gehe ich weiter. Ich gebe jetzt meine Katze dem Hund zum Fressen. Zum Schauen, bis die Menschen wirklich sich negativ emotionalisieren. Das ist der Troll. Und ich meine, den Spruch kennt ihr. Don't feed the trolls. Also einfach ein Troll, weil ich will negative Emotionalisierung. Dann haben wir die sogenannte Glaubenskriegerin, den Glaubenskrieger. Dort geht es um einen Menschen, der seine Ideologie wiedergeben will, also der eine Plattform sucht, um die Ideologie wiederholen, weil sie wird so in den Köpfen der Menschen mehr wahr. Und auch mit diesen Menschen, die suchen nur Plattformen. Einfach keine Plattform geben. Und dann gibt es sozusagen den Wüterich oder die Wüterichin, die hässig ist, frustriert, los über die Leber gelaufen, gerade in einer Krise im Leben. Und man merkt innerhalb, also wir merken innerhalb von etwa drei Interaktionen, welcher Gruppe das jemand zugehört. Und dann kann man mit dem Wüterich oder der Wüterichin kann man interagieren. Man sieht, die interagiert. Und damit kann man auch die Meinung von denen, die nur zuhören. Ich habe es am Anfang gesagt, das sind 80-90%, hören nur zu. Kann man die Meinung und die Haltung beeinflussen. Du hast noch etwas dazu sagen? Ich glaube, es ist mittlerweile fast traurig, dass ich fast überall so ein bisschen relaten zu dem, was du gesagt hast. Aber zum Beispiel, mir ist jetzt im März, das kommt mir auch gerade in Sinn, auch passiert, dass wir jemanden hatten, der bei uns, mir gängig als so eine Verschwörungstheoretiker-Seite hat, auf Instagram da die Snaps auf eine Art geschickt und dort Fotos von meinem Haus. Und ich wusste, ich bin nicht daheim, ich muss arbeiten. Und meine Mutter erkrankt, etwas schwächer, kann sich nicht so wehren. Ich war allein daheim. Und nachher, dann hatte ich wirklich Angst gehabt. Was soll ich jetzt machen? Soll ich arbeiten? Wie soll ich weitermachen? Das ist ja eigentlich Stalking. Und habe es dann auch mit Personen aus meiner Partei abgesprochen, um zu schauen, wie ich das weiterfahren soll. Aber ich habe schlussendlich vor einer Strafanzeige. Das habe ich nicht gemacht, aber ich hatte definitiv Angst gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, was die Person weiterhin macht, weil ich sie eben dort auch blockiert. Aber das ist auch so etwas, das ist, glaube ich, in meiner Zeit als Politiker das, was mir am meisten eingefahren ist. Merci vielmals fürs Teilen. Wir haben bei unserem Vorgespräch haben wir über eine Studie, die im Gange ist, von der ETH und der Organisation Stop Hate Speech, wo vor ein paar Jahren gegründet worden ist, lanciert worden ist, von Allianz F, denen, was ein Begriff ist. Und dort geht es um Empathie. Und der Austausch und so soll ja eben Empathie erzeugen, die dann vielleicht dazu kann führen kann, dass die Hate Speech eben nicht ausgesprochen wird. Vielleicht kannst du dort noch kurz etwas dazu sagen. Ja, also es ist jetzt eine zweite Studie im Gang, zu der kann ich nichts dazu sagen, weil die Ergebnisse erwarte ich irgendwie auch mega brennend. Aber es ist die erste Studie ist, man hat Hate Speech gegenüber den betroffenen Personen. Also wenn man zum Beispiel gesagt hat, ja, die scheiß Frauen, ich nehme jetzt das, hat eine Person, die Counter Speech betrieben hat,
ist zu der hatenden Person digital gegangen und hat angefangen zu erklären, was das mit Frauen macht, wenn man so redet. Also Empathie gegenüber der gehassten Personen haben sie vermittelt. Und was man hat feststellen konnte, ist, dass sind dann Kommentare gelöscht worden und das hat sich fast verdoppelt. Also wenn man mit Empathie geschafft hat, mit Empathie gegenüber der Gruppe, die man hatet, hat sich das verdoppelt, dass der Kommentar selber gelöscht worden ist. Es sind auch sonst Kommentare gelöscht worden in den Kontrollgruppen. Also es sind 4% der Kommentare, die in der Kontrollgruppe gelöscht worden sind, wo nicht mit Empathie reagiert worden ist. Und in der Gruppe, wo mit Empathie reagiert worden ist gegenüber der Kastengruppe, sind es 9% gewesen. Jetzt kann man sagen, ja, es sind nur 9% oder man kann sagen, hey, es sind mehr wie doppelt so viel. Merci vielmals. Du hast mir Rita erzählt, eben, ihr löscht zum Teil Kommentare und ganz viele Hate Speech, die wahrscheinlich gerade online im digitalen Raum sind, sehen wir gar nie, wie es von sogenannten ModeratorInnen gelöscht wird. Und wir haben jemanden vor Ort, ich bin jetzt der Abba Schalla, führen. Er arbeitet beim SRF und beschäftigt sich eben tagtäglich mit solchen Kommentaren. Er arbeitet im Newsroom von SRF, im Community Management, wo es unter anderem eben auch darum geht, die sogenannte Netiquette, das ist vielleicht ein Begriff, wo auch Hate Speech Teil davon ist, das umzusetzen. Genau. Du darfst gerne vorkommen und bei mir das Mikrofon abholen. Genau, Arber, mega schön bist du da und darf ich dich ein bisschen ausfragen heute. Wie Rebecca schon gesagt hat, du arbeitest im Newsroom von SRF im Community Management. Was genau bedeutet das? Was sind so kleine, deine Aktivitäten? Ja, zuerst mal merci vielmals, dass ich darf dabei sein und ein bisschen von meiner Arbeit erzählen. Also grundsätzlich, man muss sich das so vorstellen, wir tun die Kommentare von Online und Social Media vom SRF Newsroom, wo wir posten, wir tun die Kommentare bewirtschaften. Das bedeutet grundsätzlich nichts anderes, als dass wir die Community, sei es eine bestehende oder sei es eine, die wir aufbauen wollen, dass wir die grundsätzlich managen. Also wir pflegen die Interaktion mit den Kommentierenden, mit den UserInnen. Wir schauen, dass wir auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Wir verweisen sie entsprechend zum Beispiel auf unsere Netiquette. Geben ihnen die Möglichkeit, dass sie mit sachlichen Argumenten etwas beitragen können, dass sie eben auch das Gefühl bekommen, sie können auf Augenhöhe mit uns auch interagieren. Das ist die schöne Seite. Die weniger schöne Seite ist natürlich, wenn es einen Verstoss gibt von unserer SRF-Netiquette, dass wir entsprechend Massnahmen ergreifen müssen. Und das kann zum Beispiel die Ermahnung sein an und für sich oder eben bis zur Sperrung. Also nicht nur mal löschen von den Kommentaren, sondern dass wir die UserInnen sperren. Genau. Okay, mega, mega spannend. Also für die es nicht gewusst haben, das gibt es und das muss es auch geben, meiner Meinung nach. Du hast vorhin die Netiquette erwähnt. Also für diejenigen, die nicht wissen, was eine Netiquette ist, oder die Netiquette insbesondere von SRF, was gehört zu diesen Richtlinien, die ihr da drin habt? Also grundsätzlich kann man sagen, die Netiquette die ist öffentlich einsehbar. Das heisst, wenn ihr Zeit habt nach dem Podium, könnt ihr die konsultieren. Aber ich tue das mal kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass wir zum Beispiel schauen, dass wenn eben Kommentare entstehen zu unseren Beiträgen, dass man eben die Möglichkeit hat, überhaupt seine Meinung kundzutun. Weil in der Schweiz ist es ja so, Meinungsäußerungsfreiheit, die haben wir. Die sollte auch genutzt werden. Das ist ein Pfeiler von unserer Demokratie. Und dort wollen wir eigentlich auch die Spielregeln heransetzen. Also wir sagen beispielsweise, es ist natürlich von Vorteil, wenn sich eben die UserInnen die ja, das war jetzt eine Meldung. Genau. Dass sich eben die UserInnen können an dem ganzen DNA dieser Debatte. Jetzt ist es so, wir sagen beispielsweise, wenn wir Kommentare löschen, dann sind unser Grund, warum dass wir nicht wollen, dass zum Beispiel sexistische, homophobe, transphobe, grundsätzlich beleidigende Kommentare einsehbar sind, weil wir wissen, was das
ja, bedeuten und grundsätzlich, was das für Konsequenzen kann mit sich ziehen für die Personen oder die Menschengruppen, die es dann betrifft. Ja. Oder die es dann würde betreffen. Ja, okay, super spannend. Also eben, könnt man noch nachlesen, auch hinter die Ohren schreiben. Du hast vorher mega in mehr Perspektiven geredet. Also mehr tun das auskäsen, mehr schauen, wie das kommt, etc. Mehr achten auf das und das. Wer ist mehr und sind dann mehr immer einverstanden? Also heisst das, dass ihr immer die gleiche Meinung habt? Oder gibt es dann manchmal so, das ist gar nicht beleidigend gemeint, ich würde das eher als einen kritischen Kommentar sehen? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht zu dir, zum ersten Punkt, den du gesagt hast. Mit mir meine ich, das SRF an und für sich ist ja ein sehr grosses Unternehmen. Und in diesem Unternehmen haben wir sehr viele Abteilungen und mit mir meinen immer, hey, Teams in unserem Bereich, also im SRF Newsroom, die sich insbesondere eben mit dem Newsroom per se mit den Kommentaren beschäftigen. Also das heisst, es sind mehrere Leute. Ja, das ist schon gut, das gibt es manchmal. Auf jeden Fall, es gibt mehrere Leute, die sich mit dem beschäftigen. Also man muss sich das vorstellen wie eine Schichtarbeit. Also das bedeutet, man übernimmt eben eine Schicht, man arbeitet und man hat eben die Schicht, die man übernimmt. Aber das ist nicht so, dass man das alleine macht, sondern man ist immer mindestens, ich sage jetzt mal, das vierte, das fünfte in dem Sinn. Also natürlich haben die anderen vielleicht das Blickfeld, sage ich jetzt mal, zu dem Social-Media-Kanal und währenddem, dass die andere Person zum Beispiel das anschaut. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, ich schaue jetzt eben Instagram-Beitrag, die Kommentare an, währenddessen, dass meine Mitarbeiterkollegin zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Twitter oder Facebook anschaut. Genau. Das wäre die erste Frage. Genau, das ist die theoretische Frage. Der zweite Teil von deiner Frage war ja, wie das bei uns organisiert ist und wie das ist, sind wir immer einer Meinung. Vielleicht zu dem, zum Sagen, wir arbeiten unternehmensintern mit Microsoft Teams. Und ich weiß jetzt nicht, wie geläufig Microsoft Teams ist, aber ich sage jetzt mal schon. Das ist gut, also gut. Auf jeden Fall gibt es ja verschiedene Kanäle und wir haben jetzt beispielsweise den Kanal Kommentare im Graubereich. Und in diesem Kanal Kommentare im Graubereich haben wir eben jene Kommentare, die wir nicht gerade auf den ersten Blick als, sage ich jetzt mal, eben Hate Speech anschauen. Und so ist es, dass wir das natürlich reinposten und entsprechend untereinander anschauen. Und dann schauen wir nach den Gesichtspunkten oder gemäss unserer SRF-Netikette, wo herrscht ein Verstoß, wo herrscht vielleicht eben nicht ein Verstoß und wo sollte man allenfalls schauen, dass man den gleich durchgehen mit diesen und diesen Begründungen. Ja, also ich frage mich, wie viele Kommentare im Graubereich dass es da gibt einerseits, aber viel mehr frage ich mich dann auch noch, was passiert dann mit diesen Kommentaren? Also im Sinne von, tut ihr anhand von einem Härtegrad sozusagen entscheiden, hey, das löschen wir, das leiten wir weiter irgendwo her an irgendein Departement, das hier tun wir blockieren etc. Also nach was für Ideen geht ihr da? Oder ist es einfach wirklich ein Effizienzlöschen und Durchfiltern von seinen eigenen Kommentaren? Da kann ich so viel dazu sagen, dass wenn es um Hass geht, jensten Hass, das gibt keinen Härtegrad. Das wird einfach gelöscht. Ja. Da muss man nicht viel diskutieren. Ja. Aber eben, wenn wir jetzt den Kanal anschauen, im Graubereich, dann bedeutet das, das ist nicht eindeutiger Hass, aber es könnte versteckter Hass geben. Mhm. Und da geht es dann grundsätzlich darum zu schauen, inwiefern tut zum Beispiel der Kommentar, wenn man den jetzt freischaltet, inwiefern würde das gewisse Konsequenzen mit sich ziehen. Oder wir haben ja wie früher, bevor dass ich das Messer angefangen habe, war es ja so, dass wir grundsätzlich gesagt haben, alles, was gegen Menschengruppen schießt, das wird konsequent eigentlich gelöscht. Ja, ja. Wir müssen aber auch ein bisschen schauen, dass wir Meinungen gleich dürfen bringen. Also wenn eine Person zum Beispiel eine sachliche Kritik gibt und entsprechend auch argumentieren kann, warum, dann ist das für uns klar. Also es kann auch sein, dass eine Person zum Beispiel das Gefühl hat bekommen, also eine mitarbeitende Person das Gefühl hat bekommen, das könnte vielleicht ein schwieriger Kommentar sein und entsprechend kommt er in unseren Kanal. Aber auf der anderen Seite gibt es
ich sage jetzt mal, erfahrenere Personen bei uns im Team, die dann sagen, hey, dort sehen wir die Schwierigkeit in dem Sinne explizit nicht oder eben doch. Und dann wird entsprechend da gehandelt. Ja, ja, hoffentlich. Ja, ja, super cool. Und auch eben ganz wichtiges Thema, es gibt in dem Sinne keinen Härtegrad. Hass ist in dem Sinne Hass. Was ich mich dann auch noch gefragt habe, eben, ist es Hass oder ist es nicht Hass? Eine Person könnte jetzt sagen, ja, wenn mein Kommentar gelöscht wird, dann wird er einfach zensiert, in dem Sinn. Also hat er das auch, dass Leute nachher je nachdem zu euch kommen und sagen, hey, der zensiert eigentlich gerade meine Meinung und wie geht er echt mit dem Begriff Zensur um? Beziehungsweise, ich würde sagen, dass hasstragende Kommentare die sollten gar kein Gewicht haben in dem Sinn, weil es einfach Hass ist in dem Sinn. Aber ab wann könnte man dann auch sagen, ja, es ist echt nur eine Zensur von meiner Meinung? Ja, das ist eigentlich grundsätzlich eine gute Frage. Also der Vorwurf, dass wir würden Leute oder eben gewisse Kommentare zensieren, das hören wir grundsätzlich oft. Mhm. SRF als öffentlich-rechtliche Institution, die eigentlich für für die Allgemeinheit in diesem Land möchte die Möglichkeit geben, dass man eben an dem kann teilnehmen kann, also an diesem Diskurs auch, an diesen Beiträgen, weil wir ja ein Service public müssen. Ja, wir müssen ja den verfolgen, wir müssen ja sachlich nach journalistischen Leitlinien müssen wir ja unsere Beiträge können bringen, dass die Menschheit, also einfach die Schweizer Menschheit, ja. Genau. Ja, dass sich einfach unsere schweizerische Gesellschaft kann informieren kann, genau. Jetzt ist es aber so, dass wir grundsätzlich müssen sagen, das steht in Etikette, es besteht kein Anrecht auf Publikation. Wir nehmen uns das so vor, dass wir nicht müssen sagen, ja, das geht jetzt einfach nicht, wir löschen das jetzt. Mhm. Klar, auf Nachfrage könnte man das machen und das explizit erwähnen. Aber bei uns steht das, weil es, also das ist transparent, das steht bei uns, wir haben, also niemand hat grundsätzlich das Anrecht auf Publikation, wenn wir wissen, es ist in dem Sinn regelwidrig, also Verstoß gegen unsere Etikette. Ja. Also das finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Es fährt echt ganz weit, wirklich ein Basislevel, kein Anspruch auf Publikation. Es fährt schon bei dem an, wenn es nicht publiziert wird, dann sieht es in dem Sinne noch niemand. Also auch ein super spannender Punkt. Und ehrlich gesagt, ich könnte jetzt noch 20 Minuten, 30, 40, eine Stunde weiterreden. Ich gebe aber an der Stelle wieder die Parole an Rebecca und bedanke mich ganz, ganz herzlich Albert für das Interview. Merci vielmals. Ja, das ist gern geschehen. Ja, merci auch von meiner Seite. Ich möchte gleich kurz bei dem Thema bleiben von den Medien. Könnten die Medien noch mehr machen, dass Hate Speech auf ihren Plattformen nicht so präsent ist, wie wenn man Kommentar, also auf den sozialen Medien ist es noch seine, aber Kommentarspalten auf der Webseite an sich. Wenn ihr die mal beobachtet habt, ich mache das manchmal aus Spass schauen. Und was man dort sieht, ist teilweise schon sehr fragwürdig. Könnten die Medien da mehr machen, Merita? Oh, hier wieder ja. Das können sie. Also unbedingt. Also ganz grundsätzlich müssen sich die Medien als vierte Gewalt in der Schweiz die Verantwortung wirklich noch mehr, eigentlich müssen sie sich noch mehr bewusst sein, was eben Medien alles können auslösen können. Und da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass die Medien sich wirklich mit diesen ganz vielen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Also wirklich auch müssen auseinandersetzen. Und ja, vielleicht ja, irgendwie ein Beispiel. Es hat einen Brief gegeben, wo ist umgegangen, dass eben gibt, zum Beispiel, wo gibt in den grossen Medienhäusern sind eigentlich vor allem Frauen oder eben auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte völlig untervertreten. Also es ist wirklich so, da muss man auch schauen, so, wer macht die Medien, wer tut berichten, wer setzt jetzt die Themen fest, über was wird berichtet, wie wird berichtet. Und das ist halt schon, wenn du, ich sage jetzt auch wieder so sehr plakativ, aber wenn du dort nur eine Spitze alte, weisse Männer hast, dann werden einfach auch nur Themen behandelt, wo irgendwie alte, weisse Männer den Zugang dazu haben. Und da braucht es halt schon, also einmal
ich bin jetzt auch nicht so Fan von dem Wort Diversität, weil es geht gar nicht mehr um Diversität, sondern eigentlich wirklich um Inklusion. Also, dass da wirklich verschiedene Menschen mit allen Bedürfnissen irgendwie dort drinnen Platz haben. Und das ist auch eben zum Beispiel Menschen, die irgendwie eine Behinderung haben oder eben wirklich Leute mit einer Migrationsgeschichte, Leute, die irgendwie der LGBT-Community angehören, wo einfach je mehr Hintergründe in diesem Sinn vertreten sind, umso diverser kann die Berichterstattung sein und umso inklusiver ist natürlich dann auch, sind auch die Themen, die dann angesprochen werden. Denkt passiert auf der Webseite der Medienhäuser, aber viel eben passiert auch auf, nicht einmal auf den Kanälen der Medienhäuser, sondern in Facebook-Gruppen und so weiter. Könnten die Plattformen mehr machen? Und wenn ja, was könnten die Plattformen machen, Judith Bühler? Ich schließe mich dir an mit dem Ja-Sagen. Ich bin eine Ja-Sagerin. Nein, also Also grundsätzlich möchte ich sagen, ja, man kann mehr machen und ich möchte aber nicht einfach die Karte einem Akteur oder einer Akteurin zuschieben. Genauso wie ich die Karte nicht möchte in den Medien zuschieben, beispielsweise. Aber es ist, wir haben den Spagat noch nicht geschafft zwischen dem kapitalistischen Plattformensystem, einem kapitalistischen Mediensystem. Man muss ja Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer generieren oder Plattformnutzende und zeitgleich den Hass können eliminieren, sage ich jetzt, ist ein ganz krasses Wort. Aber also mich stört massiv, dass die Gesetzgebung, nicht die Schweizer Gesetzgebung oder die europäische Gesetzgebung greift gegenüber den Plattformenbetreibenden. Die haben eine unglaubliche Macht. Und man weiss, dass emotionalisierender Inhalt und Hass ist emotionalisierender Inhalt einfach dazu führt, dass Menschen länger auf diesen Plattformen bleiben und somit Geld in die Werbekasse spülen. Merci vielmals, ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, nein. Ihr habt über Mentimeter eingegeben, was für euch überzeugende Massnahmen sind. Und natürlich gehen wir nicht in eine ganze Wolke von Vorschlägen. Und Diversität, die du angesprochen hast, ist mehrmals aufgelistet auf dieser Wolke. Und ich habe es auch eingebracht, wenn du nicht gesagt hast. Und das andere, was ich rausziehen davon, ist, also es steht Aufhebung Anonymität, aber ich glaube, was gemeint ist, ist Klarnamenspflicht. Ich weiß nicht, ob ihr da Einschätzungen habt. Würde Klarnamenspflicht wirklich etwas helfen, wenn es um Hate Speech und Hass im Netz geht? Was sind eure Einstellungen dazu, Angel? Also, ich mache ja kein Hate Speech, aber ich habe das Gefühl, wenn man wüsste, also, nein, das war gelogen, also das machen wir fast alle, aber wenn man wüsste, wer da dahinter ist und das auch nachverfolgen kann, habe ich das Gefühl, wird es weniger. Weil dann könnte man so strafrechtlich verfolgen. Also, was hast du gesagt? Annahme? Klarnamenspflicht. Also, wenn man Anonymität auf Klarnamenspflicht ist in Forderung, dass man die Anonymität aufhebt im Internet. Also, jede Person kann nicht irgendwie Charlie 657 heissen, sondern muss dann den Klarnamen, also bei mir wäre es Rebecca Flotter. Also grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man, also man sieht, dass es weniger Hate gibt, weniger Hass gibt, wenn man sich einloggen muss. Also mit einem Namen, wenn man nachverfolgt werden kann, das ist eine Tatsache. Zeitgleich ist es aber eben nicht so einfach, dass, dann wirklich, dass man dem wirklich nachgehen kann. Also ich habe Menschen mit Klarnamen angezeigt und man hat sie nicht gefunden. Also das ist, da hat man wirklich, das sind ein Antragsdelikt, oder? Und dann kommen die ganzen gruppenspezifische Menschenfindlichkeit, die ja dann nicht... Also wer zeigt denn die an? Wer geht dem nach? Es gibt noch andere Dynamiken, die halt auch mit einspielen. Also das ist so, Kommunikation online ist eine zeitverzögerte Kommunikation, was dazu führt, ich hacke auf meinem Computer oder auf mein Handy und merke gar nicht, wie mein Gegenüber anfängt zu brüllen, weil es ihm so weh tut. Also man hat nicht die direkt menschliche, da weiss man auch, dass das viel, dass das eine Wirkung hat, dass wenn man vermenschlichen tut. Und was auch jetzt gerade bei Artikeln oder Medienberichterstattung, wo man auch weiss, ist, wenn man, es gibt, ich weiss nicht mehr, wer das ist, wo man muss irgendwie
Zwei Fragen beantworten, bevor man in die Kommentarspalte hineinkommt. Also man muss sich wirklich mit dem Artikel beschäftigen, bevor man überhaupt kommentieren darf. Und das hat auch, also das führt auch dazu, dass, also ich sage jetzt, professionelle Hater und Haterinnen machen das nicht. Themen, die mehrmals aufgekommen sind, ist aufmerksam machen, aufklären und so weiter. Merita, ihr bietet von Baba News oder Baba Academy, spezifisch bietet ihr Workshops an, unter anderem für Schulklassen. Das ist wahrscheinlich genau euer Ziel, oder aufklären und so weiter. Wie verlaufen die Workshops und wieso bietet ihr die an? Also vielleicht ganz grundsätzlich, wie überhaupt die Baba Academy zustande kam. Also eben, wir machen ja von Baba News ganz viele Videos und Artikel und Podcasts. Also wir sind so auf der ganzen Social Media Plattformen dabei, da. Und so ein grosses Thema ist eben, eigentlich die Schule. Also so, wir haben auch jemanden gehabt, vor der Kamera, der erzählt hat, wie er seine Schulzeit erlebt hat, wie er eigentlich da wirklich auch, diskriminiert ist worden und eigentlich, ja, wie er das erlebt hat, seine Schulzeit. Und das Video ist online gegangen und es ist irgendwie, also die Zahlen sind explodiert. Das ist verhältnismäßig mega oft geliked worden, geteilt worden, kommentiert worden. Die Leute so, hey, haben wir alle die gleichen Lehrpersonen gehabt oder was? Also es ist wirklich so, die Leute, also unsere Community hat mega stark darauf reagiert. Und eigentlich immer wieder, wenn man so die Themen Diskriminierungen an Schulen oder eben so Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man das aufgebracht hat, haben die Leute mega fest darauf reagiert, das hat auch irgendetwas triggert. Und dann haben wir gedacht, hey, okay, es ist mega gut, wenn wir das wie online anschauen. Aber eigentlich wäre es fast besser, wenn wir das wirklich offline anschauen. Und zwar wirklich so mit den Leuten face to face. Also sei es mit den Lehrpersonen selber. Und dort bieten wir eben den Workshop an unbewusste Vorurteile. Und wie sich die auch auf die Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern auswirken. Und wo wir das aber wie gleich so ganzheitlich angehen wollten, haben wir echt gedacht, hey, es wäre auch gut, wenn wir eben mit Schülerinnen und Schülern etwas machen würden und sie auf das Ganze eben auch sensibilisieren. Und so ein Hate Speech Workshop läuft auch ab. Also eben, wir schauen zwar gleich auch so gewisse Definitionen an. Also eben, Hate Speech ist eigentlich ein politischer Begriff, weil eben dem Begriff ganze Definitionen sind zugeschrieben worden. Und von dort aus schauen wir dann so, eben, was ist das überhaupt? Wo sind eben so die versteckten Formen von Hate Speech und was können wir dagegen machen? Und das ist dann sehr so drei Sachen, aber es geht den ganzen Morgen oder eben den ganzen Nachmittag, weil es geht wirklich darum, dass man wirklich ein bisschen tiefer in die Materie hineingeht und eben auch so, zum Beispiel so gesellschaftliche Glaubenssätze, dass sie halt auch so, das ist schon so eine versteckte Form von Hate Speech, also dass man das ein bisschen genauer heranschaut. Oder eben zum Beispiel heranschaut, so, wie machen Medien Hate Speech? Also mit den Artikeln, mit den Symbolbildern. Dass man irgendwie so einen Aufbau von einem Artikel anschaut. So, hey, der Titel, was macht das mit einem? Wenn man irgendwie schreibt, Asylbewerber halten die Polizei auf Trab. Und gleichzeitig eben auch so, eben, was machen zum Beispiel die Symbolbilder mit uns, wenn man da irgendwie einfach so stereotypisch einen Menschen nimmt, der irgendwie, keine Ahnung, aus Arabisch gelesen wird und dann irgendwie dort so einen Titel draufklebt, minderjährige Flüchtlinge sind Kriminelle, so. Und was macht die Sprache mit uns? So Zeug, aber dann halt auch wirklich so die verschiedenen Formen von Hate Speech. Das kann sein, dass es Rassismus ist, dass es Sexismus ist, dass es Ableismus ist, also Hate Speech gegenüber Menschen mit einer Behinderung oder Hate Speech gegen LGBT. Also das ist wirklich so, dass es die verschiedenen Diskriminierungsformen gibt. Und wir schauen euch an, man kann Opfer sein von etwas, zum Beispiel von Sexismus, aber gleichzeitig heisst das nicht, dass man nicht rassistisch ist. Also so die Intersektionalität, dass man wirklich, oder eben, dass man zwar eben kann
Opfer sind von Rassismus und gleichzeitig heisst es das nicht, dass man dann irgendwie nicht ableistisch handelt. Echt so das. Und eben, also wir schauen euch wirklich an, was macht das mit den Leuten und was macht das mit einem und möchte ich irgendwie zu einer Gesellschaft beitragen, wo so Hass oder eben Menschen verunglimpft werden, möchte ich dazu beitragen oder möchte ich daran arbeiten, dass das nicht passiert oder viel weniger passiert. Merci vielmals. Ja, Pitch. Genau, Workshop, unglaublich spannend. Ja. Ihr habt jetzt alle gehört, was der Workshop ist. Eurer Meinung nach, wer hat es ganz dringend nötig, so einen Workshop von Baby Academy zu besuchen, eurer Meinung nach? Judith Bühler. Die, die nicht wollen. Das ist eigentlich ganz eine einfache, das wären die, die am dringendsten oder müssen in den Workshop kommen. Und das ist so das, wenn man so ein Projekt macht, das ist das, was man hört. Oder? Es ist, ja, wie könnt ihr sicherstellen, dass die nicht schon sensibilisiert sind, dass die an die Workshops kommen? Und dort finde ich es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir sensibilisiert sind, auch stärkt in ihrem Argumentarium, wenn sie sich umgeben mit Menschen, die eben dann eher zu Hate neigen. Und was ich noch wichtig finde, oder was du auch gesagt hast, es ist... die Abwertung von Menschen, das ist kulturell bedingt bei uns. Also das haben wir verinnerlicht, mit dem sind wir aufgewachsen. Und ich mache das ganz unbewusst, in der Woche mehrmals. Und ich bin mega froh, dass mich jemand darauf hinweist oder mir jemand sagt, hey, im Fall, wenn du einen Begriff wie, ich brauche jetzt den Begriff, mir wird der schwarze Peter zugeschoben. Oder? Also ich brauche jetzt genau den Begriff, oder? Das ist so, mir wird, das ist im Fall rassistisch, wenn du den, das ist Rassismus. Und dann kann ich sagen, ich will nicht rassistisch sein. Ich bin zwar rassistisch sozialisiert worden und ich will jetzt verlernen und will das können abbauen. Also das heisst, auch sensibilisierte Menschen, oder? Du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass sie solche Workshops gehen. Also ein mega, mega wichtiger Punkt, wo ganz, ganz viele sagen, so, ja, also, wo wir irgendwie mit diesen Workshops an die Schule sind, vor allem eigentlich für die Lehrpersonen, wo es ist halt auch schon ein bisschen so, ja, die Schüler, die sollen sich mal mit dem auseinandersetzen, aber so bei sich selber anfangen, ist aber mega, mega schwierig. Und da hat es wirklich auch oft Case, also eben Lehrpersonen, wenn wir irgendwie den Workshop vorgestellt haben, jetzt einfach Case, ja, also, wir haben kein Rassismusproblem, wir haben keine Vorurteile, Multikulti. Und das ist halt schon etwas, man möchte halt kein Rassist sein. Es ist halt schon nicht so, und sich so mit sich selber auseinandersetzen. Und schlussendlich ist es einfach das, also sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen, mit diesen Themen auseinandersetzen. Es kostet auch mega viel Kraft. Also es ist wirklich auch, und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, es ist etwas vom... Essentiellste, was man machen kann. Eigentlich nicht nur die, die nicht wollen, sondern eigentlich auch die, die wollen. Also eigentlich, ich finde eben echt alle, so, dass sich mit dem auseinandersetzen, für das wir wirklich zu einer Gesellschaft herkommen, wo es einigermaßen für alle gut ist. Angel? Also ich glaube, es kommt jetzt nicht ganz darauf an, ob jetzt Baba News oder wer auch immer kommt, so einen Workshop bei der Klasse macht. Aber wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, ich finde es einfach wichtig, dass allgemein die Zukunft, also ich zähle mich auch noch zur Zukunft, die noch in der Schule gehen, da aufgeklärt werden, sensibilisiert werden mit dem Thema Hate Speech und auch mit Beispielen, die halt vielleicht nicht gerade so schön sind zum Anschauen, aber einfach, dass einmal klar gemacht wird, oder eher, wie das eigentlich aussieht in der realen Welt. Und ich glaube, wenn man dann die Person vor Ort sieht und nicht immer nur im Internet, löst das so etwas aus. Also das kenne ich selber. Wenn ich jetzt sehe, die Person vor mir, die hat das Ganze durchmachen, Cybermobbing oder selber, dann mache ich es wahrscheinlich weniger schnell, als wenn ich es nur im Internet sehe. Dann ist die Hemmschwelle auch ein bisschen kleiner. Vielleicht noch dazu, also wir merken schon, dass es eigentlich mega wichtig ist, dass wir als Persona, also mit uns dann auch zum Beispiel in die Workshops gehen. Also dass wir gewisse Themen, aber je nachdem, wenn es irgendwie Schülerinnen und Schüler gibt, die zum Beispiel selber eine Migrationsgeschichte haben, dass wir da viel einfacheren Zugang haben und dass eigentlich auch hier wieder so die Repräsentation geschaffen wird. Also es gibt Schulen, da haben... Also die,
je nachdem, die Schülerinnen und Schüler die schauen mich mit so grossen Augen an, wenn ich sage, hey, können sie sich auch fragen, hey, bist du Albanerin? Und dann sage ich so, ja. Und irgendwie sie irgendwie noch nie eine Lehrperson gesehen oder irgendjemand, der da vorne gestanden ist und etwas gesagt hat, wo irgendwie nicht Müller zum Nachnamen hat geheißen. Also das ist schon wichtig, dass ich wirklich, eben, zum Beispiel jetzt wirklich wir mit unseren Namen dort vor dran stehen und irgendwie den Workshop halten. Ja. Ganz genau, an dieser Stelle möchte ich auch am Angel ganz herzlich danken, dir Merita, Judith sowieso und am Arbor auch noch. Und Rebecca auch, für das mega spannende Podium. Eben, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr aktuelles Thema. Behaltet es im Hinterkopf. Und ich möchte auch ganz, also im Hinterkopf, ja, lustig, Amina, behaltet es da vorne. Frontal Lobe, it's called. Genau, und ich möchte auch noch an Technik danken, an Mirschi Leva, an Adrian Stojan und an Samuel Müller. Und uns beiden am Mikrofon, an Rebecca und an Amina. Euch für die Aufmerksamkeit. Warum so wütend? Hate Speech? Wie geht man dagegen an? Wie beeinflusst es? Das war und das Generationentandem, das Podium davon. Und ihr habt jetzt endlich verlängert das Wochenende. Merci vielmals.